Ja. Wo seid ihr denn überhaupt? Wir sind direkt bei dem Drogendealer. Ja, wo steht denn der? Da, wo wir geparkt haben? Nee, ein Stückchen weiter die Straße runter. Da, wo die Lampe. Oh, hier kann man sich teilweise richtig gut verstecken in diesen kleinen Häuschen. Ich weiß nicht mal, wo wir sind. Beim Drogendealer neben dem Polizei-R-Hauptquartier. Ja, stimmt, hier in das Haus rein, ist voll gut. Aber dann. Na gut, du hörst das ja. Sollen wir auf den Heli schießen? Der Sniper hat gestern, der mich ausgeraubt hat, der hatte eine dicke Sniper, der hat auf den Heli geschossen. Krass. Hat der Heli nicht so geil, ist weggeflogen. Weil die kamen zu zweit. Der eine hat gesagt, ich soll mich hinlegen, der andere hat aufgepasst. Wenn ihr echt so einen hast, weißt du, das Coole ist halt, dass du für den Drogendealer auf jeden Fall auch aussteigen musst. Das ist echt gut. Sicher? Du kannst ja einfach aus deinem, kannst du in deinem Auto auch tätigen. Alter, Spacken. Ich hab Peter umgenockt, einfach so, weil es kann. Also jetzt kommt wahrscheinlich einer. Aber wenn die alle so desinken wie der LKW gerade, dann habe ich aber echt ein Problem, ey. Ja, wenn der angehalten hat und so weiter, dann ist das gut. Ja, aber der überfährt mich dann wahrscheinlich während der Fahrt, weil das Problem ist, im Haus? Das wird mir, ja, das wird ja übernommen, wie der sich bewegt, ne? Der desinkt wird dann übernommen bei mir. Wenn der, obwohl der auf der Straße ist, bei mir quasi im Haus desinkt, sterbe ich im Haus. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Ohne Spaß. Drück doch mal M und setz einfach den scheiß Punkt auf den Drogendealer. Dann läufst du da. Ja, du musst doch mal sagen, Schreiber, welcher, ne? Drogendealer, Junge. Du weißt vielleicht, wo das ist. Ja, das ist gut, der haben bei dem wir ein, zwei Mal gesagt, aber. Ich sehe leider keinen. Der bei Gravia. Das ist über dem See in der Mitte. Über dem Airfield quasi da in der Nähe. Über der Bucht. Oder links vom Airfield. Er ist bei 143, 175. Voll die Party ab, Junge, ich sag euch. Das ist echt doch für mega Geduldige. Ich glaube, dabei kannst du richtig abaschen. Aber das ist echt doch für mega Geduldige. Das ist halt die Frage, weißt du, wenn wir halt 80.000, müssten wir halt schon in einer halben Stunde zusammenkriegen. Ansonsten lohnt sich der Kupferfahren schon wieder mehr. 143,75? Ja, 143 Zahl, ne? Oben und 175 auf der linken Achse. Ja, ich würde mal sagen, dann warten wir. Ich unterbreche nochmal. Das ist, glaube ich, nur ein Quad. Was heißt, du sei mal leise? Ich habe doch gesagt, ich sehe da jemanden. Da kommt was? Ich sehe nichts in solchen Spielen, ich höre auch immer nur. Das war ein Quad, der ist zur Hauptstraße gefahren. Ja, der ist ja gerade an mir vorbeigefahren. Bin hingerannt, Hadi, ey. Ja, bin ich. Ich muss jetzt irgendwie zum Drogendealer kommen. Na gut. Ah, da kommt er. Da kommt er. Okay, ich fange wieder an aufzunehmen. Leute, hier ist ein LKW. Ja, aber der fährt wieder weg. Kannst du hier auch mal wieder unterbrechen. Im Ernst, der fährt weg? Ja, da hinten fährt er zum Airfield. Und puff. Hat er uns vielleicht doch gesehen? Ja, ich war im Haus. Ich war unsichtbar quasi. Ich höre den aber noch, der fährt hier noch rum. Ja, ich sehe den auch noch. Leute, da kommt auch noch ein blaues Auto. Okay, ich bleib im Haus. Den hört, der Wagen kommt näher. Kommen beide näher. Beide? Ach du heilige Scheiße. Waffe in die Hand nehmen? Offroad, ja. Sicher. Ich bin gerade aufgeschlossen. Musst du dir natürlich noch ein bisschen Zeit zum Verkaufen geben. Sehr lange. Ja, sagt mal Bescheid, wenn ihr da irgendwie was startet. Da kommt ein Hubschrauber. Oh. Alter, jetzt ist hier voll die Party, oder was? Da steht einer auch gerade am Verkaufen. Der rennt jetzt wieder zurück. Ja, okay, der muss ja so nachfüllen. Der Hubschrauber ist aber gewaltig laut. Ja, aber der fliegt drüber weg. Okay, da steht jetzt noch einer am Verkaufen. Okay, ja, go. Ja, was jetzt? Zugriff? Okay, go. Alle okay. Dies ist ein Überfall, Bitte legen Sie sich hin. Sonst macht's bum, Junge. Wo ist der überhaupt hin? Einer liegt hier am Boden. Ja, den hab ich auch schon ausgenommen. Sehr gut. Scheiße, der andere fährt weg! Er darf nicht wegfahren! Das ist der mit dem LKW gewesen. Hat wohl leider umgenockt? Das war leider die größere Ladung. Wer hat den nochmal umgenockt? Ich hab den nochmal umgenockt. So. Wie viel Kohle hatte der dabei? 25k. 24.800.
Ich hab ein Heli. Okay, jetzt zu unserem Auto und zu einem anderen Drogenspot fahren. Okay, okay, Flug, alles oder? Klar, alles klar. Ja. Okay, ab zum Auto. Go, go. Boah, ich sehe mittlerweile nichts mehr. Jetzt ist er abgehauen, jetzt rennt er. Ich hab, okay, ich hab 25k ist jetzt nicht so geil. Go, aber go. War trotzdem. Egal. Der hat doch gar nichts gesagt, wäre viel geiler, wenn er rumgeschrien hätte. Nein, Mama! Okay, jetzt muss ich irgendwie wieder zurückfinden. Ach, da vorne ist das. Und was halt, du musst ja unbedingt merken, wo unsere Karre steht und so eine Scheiße. Was hat denn jetzt Fehler? Ich will mein. Dieses Scheiße wegstecken. Ah, jetzt ist es hell geworden. Hammer nice. Lol, okay. Hör mal auf. Dann kann ich ja selber. Dann haben wir 24.800. Boah, leck mir am Arsch, ey. Das ist richtig krass. Ey, komm, es sind für jeden 6.000 noch was. Ja, 6.200 sind das. Fahr ich gleich bei dem Highway rechts oder links? Rechts am besten, wa? Und dann irgendwann links. Wir sind alle dran. Wahrscheinlich am besten bis... Mami! Da. Ja. Und dann... Das ist jeder sein Anteil. War natürlich blöd, dass die gleichzeitig gekommen sind. Wäre nur der LKW-Fahrer da gewesen, hätten wir den gekriegt. Haben wir, ja, aber das war der LKW-Fahrer. Der andere ist mit dem Offroader abgehauen. Ach so. Wieso haben wir den LKW nicht geklaut? Wo ist der LKW? Oder hatte der keinen LKW dabei? Ist der LKW nicht weggefahren? Ich dachte, du hast das. Nee, ein Offroader ist weggefahren. Den LKW aber auch nicht hier. Ja, auch nicht. Guck mal kurz. Kein LKW. Na, scheiße, aber ab zum nächsten Drogendealer. Ihr also aus der Luft sehen. Kann ich auch nichts erkennen. Da ist der LKW! Oh, da ist der LKW. Ja, aber den doch. Kriegst du doch gar nicht da raus. Doch, da sind doch die Typen! Raus aus dem Auto, der ist schießt! Fahr. Fahr, ja. Raus! Die haben gesagt, fahr raus weiter. Aus dem Auto, fahr einfach weiter. Nein, auf mich geschossen! Ja, auf uns wird alle geschossen. So nein, nur auf Hardy. Ja, nur auf Hardy wird geschossen. Ja, ich war grad voll irgendwie... Alter. Zum Glück haben die mich nicht oder uns gerettet. Ich wollte den überfahren, aber das hat nicht funktioniert. Nee. Darfst du das denn überhaupt? Ah, das ist Diesing. Klar, aber ich darf. Ja gut, Diesing ist klar, aber ach du Scheiße. Ich höre Sirenen. Ja, ich höre die auch Lichter. Ganz, ganz weit weg. Ich habe Licht schon an. Alles cool. Gas. Wir sind legal. Ja, wir haben nur eine Waffe dabei. Mir hört sich das so geil an, wie so ein arabisches Lied oder so. Ey, Bram, willst du mal kurz schreiben, Schüsse am Drogendealer beim Airfield? Nee, die ja, meinst du an den Bullen oder was? Aber hat der Bulle uns gerade? Wollte der Bulle uns abschießen? Nee, ich meine nee, an Bullen. Achso, ja klar, an Bullen. Weil im Chat bringt das ja nichts. An Polizei. Und blub. Ja. So läuft das. 6200 mal eben weggesteckt. Locker, flockig. Aber wir müssen eigentlich warten. Ich meine, so im LKW, ich selbst bin ja auch schon mal so LKWs jetzt gefahren. Und ich brauche bestimmt 2 Minuten. Ja, nicht ganz, aber sagen wir 1 Minute, bis ich alles ausgeladen habe. Wir müssen ein bisschen mehr Geduld haben. Ja, wir hätten uns den Wagen holen sollen. Ja, den hättest du erst aufknacken müssen. Ja, und? Wo kamen die 2 Typen gerade her? Ich glaube, die in dem Offroad haben einfach eine Runde gedreht, kamen wieder und haben ihre Waffen ausgepackt. Eigentlich könnte derjenige, der keine Waffenlizenz hat, der könnte die Typen einfach abballern und dann knacken wir den Wagen. Scheiß drauf. Das stimmt sogar. Nee, also einfach abballern, das würde ich echt nicht tun. Weil also machen selbst die, da machen die selbst die Überfallbanden und so weiter, die machen halt auch nicht. Die bedrohen dich immer, sagst du musst aussteigen und so weiter, hauen dich um, rauben dich aus, aber die klauen dir nicht die Karre und ja. Die machen, töten dich nicht. Genau. Okay. Ich weiß nicht warum, aber mir ist doch nie die Karre geklaut worden. Was sollen die mit dem LKW? Die kommen meistens mit einem schnellen Jeep an und sind dann auch ganz schnell wieder weg. Mit dem LKW, den musst du ja erstmal wieder ausladen gehen und mit dem fährst du höchstens 50, das Ding ist total auffällig. Okay. Aber waren die denn eben zu dritt? Ja. 2 in dem Offroader und einer in dem LKW. Ja, Moment. Ist der Offroader dann wiedergekommen? Weil gerade habe ich 2 Typen gesehen, die noch beim LKW waren. Einer von denen hatte eine Waffe und der andere war der Typ, den wir niedergeschlagen haben, 2-mal. Okay, also nur 2. Und einer ja, ist halt, mindestens einer ist mit dem Offroader abgehauen. Versucht er mit seiner kleinen Bumswaffe da so, weißt du, ich will hier... Ja, aber ich glaube, der Wagen hat was abgekriegt.
Echt? Der ist nämlich, der steuert sich anders jetzt. Ja, ist egal, bis zum Drogenfeld reicht er noch. Ja, auf jeden Fall, bis zum Drogenfeld. Der ist auch überall weiß noch, aber wie gesagt, der steuert sich anders. Ich muss nochmal kurz auf die Map gucken, sorry. Bist du nur gefahren? Ich bin voll gut gefahren, Junge. Voll gut gefahren, Mami! Bei mir sah das in dem D-Sync erst so aus, als würde der anfangen auf uns zu schießen, wir bleiben erstmal stehen. LOL! Ja, Fritz Ferdinand ist tot. Wer hast du das gemacht? Was hast du gemacht, Hardy? Ich bin ausgestiegen. Ja, weil ich warum? Dachte, wir stehen. Ja, aber ich dachte, wir stehen. Wir standen nicht. Ja, ja, bei mir standen wir aber. Natürlich standen wir, weil Peter gesagt hat, der guckt auf die Karte. Warum steigst du dann aus? Ja, richtig. Wenn du aussteigst, dann sag wenigstens an, dass du aussteigst. So, warte, dann lass mal eben aussteigen. Da liegen noch die Sachen. Ja, ich bin ausgestiegen. Wo der gestorben ist, wie weit er von uns weg liegt, ey. Das ist doch Bullshit mit diesem verfickten D-Sync, ey. Ohne Witz. Ja, da kann man ja gegen vorgehen, wenn man nicht einfach aussteigt. Ja, aber bei mir standen wir halt. Ich dachte, wir müssten raus. Dann hör zu. Boah, ja, aber ohne Spaß. Ja, was ohne Spaß? Ja, mit dem D-Sync ist trotzdem Bullshit. Ja, vielleicht habe ich dich ja überfahren. Weiß ich nicht. Weil ich bin gerade in dem Moment losgefahren wieder. Weil niemand hat gesagt, stopp, ich steig aus. Ich sitze hab kein D-Sync mehr. Ja, Moment, aber du kannst auf anderen Städten spawnen. Also, du könntest aber spawnen bei Pugos. Ich bin aber schon bei Kavala gespawnt. Ja, dann kill dich. Spring irgendwo runter. Scheiß drauf. Lass dich überfahren. Spring vor ein Auto. Wo kann man spawnen noch? Pugos, direkt unter Pugos, ja, genau. Ich komm nicht abholen. Haben wir eigentlich die Waffe von dem? Die habe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Hast du dadurch jetzt deine Fahrlizenz verloren? Lass mich mal kurz gucken. Ne, hab ich nicht. Ja, war D-Sync. Bin ja wahrscheinlich sehr ausgestiegen und hat halt Fallschaden oder so eine Scheiße gekriegt. Ja, das kann auch sein. Keine Ahnung. Da stand ja auch nicht Worst Killed bei oder so. Lass mich noch mal kurz gucken, ob hier eine Waffe liegt. Vielleicht fängt da zu regnen. Das hab ich ja noch nie gesehen. Ne, hier liegt nichts mehr. Na gut. War gut, dass ich nicht hinten drauf sitze. Wo soll ich jetzt spawnen bei Purgos? Ja. Steigt der einfach aus. Ja, Hardy ist mit seinen Nerven jetzt schon wieder am Ende. Ja, man hört dann schon direkt, wie er keinen Bock mehr hat. Ja, mit dem D-Sync ist halt echt total bescheuert. Weißt du, der sieht einfach nicht ein, dass er selber ein Idiot ist. Nee, wenn mich das Spiel so verarscht. Ich meine, kein D-Sync gab es hättest. Weißt du, aber dass der so krass ist, das finde ich auch ziemlich scheiße. Das muss man wirklich mal sagen. Ja, aber vielleicht. Weil lustigerweise, seit Hardy gestorben ist, habe ich keinen mehr. Der hätte auch so sterben können, auch ohne D-Sync. Wie gesagt, ich bin in dem Moment losgefahren, wo er ausgestiegen ist. Jetzt fährst du gerade hier in die Linkskurve, ne? Ja. Ja, alles klar. Rechnet das denn bei allen oder ist das nur... Nee, rechnet es nicht. Spezifisch? Okay. Ah, voll geil, Junge, ey. Mal eben 6,5k gemacht gerade fast. Ja, rucki zucki. Ja, aber schon mehr als ein Drittel Waffe wieder drin. Ja. Na gut, Hardy hat bis jetzt 6,5k Verlust, weil er gestorben ist. Und 15.000, weil er keine Waffe mehr hat. Ja, mega geil. Und warum? Weil er nicht zuhört. Und wegen D-Sync. Und vor allen Dingen, weil du nicht zuhörst. Nee, und wegen D-Sync. Was soll ich denn jetzt hier? Wollte ich da gar nicht. Lauf mal zu dem ATM in der Stadt, Hardy. Da sind wir auch gleich. Ja, ich muss erst einkaufen. Aber Geld verschwindet instant, wa? Die Items, die liegen dann da noch eine Zeit. Ja, weil es gab mit dem Geld wohl einen Bug, dass man das irgendwie duplikaten konnte oder so, wenn das gelootet wird von jemandem, der am Boden liegt. Na gut, ja, der Vorteil dadurch ist auch, ist weniger interessant geworden, Leute abzuschießen, ne? Ja, richtig. So, wo ist denn der ATM hier? Bram, kannst du mich kurz führen? Ja, das stimmt, wenn Leute dich ausrauben, dann haben die überhaupt nichts davon, wenn die dich erschießen. Du bist sofort auf der rechten Seite. Hast du kein Miniradar? Doch, doch. Habe ich jetzt auch gesehen. Ich war zu schnell fürs Miniradar. Und ich stehe am ATM. Fallen wir jetzt ein oder aus? Stehst du? Ich stehe. Ich würde kurz aussteigen. Ja. Kurz den Kram ins Safe. Ja, genau. Dachte ich nämlich auch. Alter, Premium. Alter. Ich greife hier von hinten auf mein ATM zu. Nice. So.
ist denn die Tür? Fahrzeug reparieren. Ja, muss ja nicht. Nee, lass mal sein, das ist Verschwendung. So, vom hier zum Drogendealer ist ja noch einfacher. Was? Während ich hinten auf der Mutter, auf der Haube sitze, sieht aus, als ob ich mir einen fappen würde. Hardy, killst du dich jetzt? Hardy ist, glaube ich, gerade schon eingestiegen. Torg, jetzt habe ich auch keinen Desing mehr. Was ist denn das für ein Bullshit einfach? Kackspiel einfach manchmal, ohne Witz. Ja, du bist halt schlecht, Hardy, ist okay. Ach, Maul. Aber das wird dir bestimmt nicht nochmal passieren, dass du einfach aussteigst, ohne irgendwas zu sagen. Oder manchmal musst du einfach so lernen. Ja, stimmt auch. Was? Wie war's? Also jetzt kannst du aussteigen, jetzt zu stehen. Ja, genau. Ja, sehe ich. Kann der denn irgendwas tragen, auch ohne Rucksack? Geld. Also könnte ich dem. Also ein Hasenfleisch oder ein Wasser könnte ich dem. Ich hab schon eingekauft. Okay, ja, weil das hätte ich. Ich hab mir nur keinen Rucksack gekauft. Und deine Dietriche, die könnte ich dir. Ach so, ja, kannst du dir ja merken. Ja, pass auf, Hardy. Dann bist du gleich der Joller, ja? Der was? Der Joller. Wieso? Was für ein Joller? Ja, du rennst da gleich einfach rein, machst ganz so, dann gucken die sich blöd um und dann gucken wir die um. Warum muss ich denn das versuch's keine Waffe. Weil du keine Waffe hast. Das stimmt, was ist denn dein Argument, dass die sich am Boden legen sollen? Was machst du da? Weiß ich nicht. Ich muss nochmal gucken, wo ich links abbiegen muss. Kann ich aussteigen, sagst du? Ja, genau. Nach der Brücke erst. Nach der Brücke links, nach der Brücke links, nach der Brücke links. Ah, hier ist die Brücke. Jetzt links an DP irgendwas vorbei. Obwohl, immer geradeaus, dann sind wir schon da. Ich will direkt das Staatsgefängnis mal ein bisschen aufmischen. Was halt davon? Was geht denn da ab eigentlich? Weiß ich nicht, war nur noch nicht da. Ja, noch nicht bei dem Rundfunkstation, wo man Nachrichten irgendwie sprechen kann, war ich auch noch nicht. Erstmal mit 110 durch die Stadt, sagst du? Welche Stadt? Jetzt haben wir doch gerade eine Stadt, oder nicht? Oh. Ah, ist cool. Ach, Peter. Da, Peter, die dritte links. Alles klar. Das krieg ich hin. GPS ist echt lebensnotwendig, ey, für solche Touren. Oh. Was? Darf ich deine Mama dabei haben? Voll die geil, ist klüger Mann. Als du. Das war die erste links. Ja, ich habe meine gegeben. Kann sich ja jetzt gar nicht mehr wehren, das wird unser Imp, Junge. Zweite links. Du hast sofort einen Feldweg, der nicht auf der Karte eingezeichnet ist. Der hier. Den kannst Und du den nehmen. Muss ich fahren? Ja, den kannst du nehmen. Okay. Oh, oder halt die Straße alternativ. Das ist so einfach zu sehen hier. Ja, die Straße ist aber voll weit weg. Sonst, diesen Feldweg, finde ich, sieht man auch ganz gut. Und vor allem ist halt nur ein Stückchen, das ist ja sofort durch die nächste Straße. Und da jetzt links? Hier. Ne, wir sind da. Wie, hä? Wir stehen jetzt hier vor uns auf dem großen Feld. Genau da in die Richtung, wo du guckst. Wir müssen halt nur irgendwo ein Stückchen hinfahren oder so. Am besten die Karre nicht an der Straße fahren. Ja, hier ist natürlich echt... Bei mir ist auch gerade tiefste Nacht, weil ich sie gar nicht. Ja, bei mir auch. Da tiefste Nacht ist, kann man die jetzt schon fast einfach unter irgendwelchen Bäumen parken. Also fahren jetzt gerade 400 Meter sind von dem Ding entfernt. Du musst quasi jetzt links voll ins Feld reinfahren. Ja, wollen wir so, nah da dran parken, ja? So, ja, weiß ich nicht. Wir können auch hier links in die Bäume reinstellen, da. Ich weiß nicht, ob man da durchfahren kann. Ja, da stellst du halt davor. Ich kann ja mal vorsichtig ausprobieren. Vorsicht, Stein! Stein? Na, ist gut so. Na, guck mal, hier kann man echt reinfahren. Das ist ja Premium. Raus. Alles klar. Mal raus, das Ding. Okay, ohne Spaß. So, Hardy, wir sind jetzt am Staatsgefängnis, ja? Ganz rechts. Setz den Wie macht man hier nochmal die Taschenlampe an? Hat man überhaupt eine Taschenlampe?
Weiß ich nicht. Ich dachte, es gibt hier eine Taschenlampe. Weil ich sehe nämlich die Hand vor Augen nicht. Ich sehe überhaupt nichts. Du musst einfach nur den Punkt setzen und 200 Meter rein. Kann man sich denn da irgendwo verstecken? Weiß ich nicht, war noch nie da. Aber ich kann jetzt da irgendwelchen Büschen und Bäumen vorbei. Staatsgefängnis, Staatsgefängnis. Ich muss das mal ganz finden. Ganz rechts an der Küste. Genau in der Mitte. Da. Da ist ein Drogendealer. In der Nähe. Okay. Links davon. Da. Oh, geil, echt überhaupt nicht. Ohne Spaß, wir finden unseren Wagen nie mehr wieder. Ich habe hier gerade Autos gehört. Zwei Stück. Wenn die jetzt losfahren und uns überfahren, wäre das ganz schön scheiße. Ich sehe nämlich wirklich gar nichts. Ich sehe auch nichts. Hier kommt jemand angerannt. Das bin ich. Ich sehe, Alter, das ist jetzt aber echt ein bisschen scheiße, wenn man so überhaupt nichts sieht. Ich bin noch genau 80 Meter von dem scheiß Ding entfernt. Wenn die das Licht nicht anmachen, wenn die losfahren, sind wir gefickt. Weil die haben die Karre zugemacht, ne? Ja, wir können da hinrennen. Sollen wir da hinrennen? Mal probieren. Yalla, yalla. Nicht, dass die Night Vision haben, dann gucken wir aber dumm. Aber können wir probieren, ja, lass es probieren. Ich hole meine Dingens raus, okay. Dann Alter, wie viele Meter habt ihr denn noch? Nicht, dass wir uns gegenseitig umnocken. Ich habe jetzt 90 noch. Wir hauen halt nur, wir schießen nicht. Ja. Okay, go! Ich habe noch 60. So. Ich habe nur 100 Meter. Ich habe noch 20. Ich sehe da nichts. Autos war noch viel näher dran. Ja. Ja, die haben die Autos, glaube ich, auch hier irgendwo in den Büschen versteckt. Scheiße, ich sehe nichts. Premium, ich sehe auch nichts. Da ist Duruk! Duruk ist hier! Hau ihn um! Ah, du kannst ihn nicht umhauen. Da ist Flutschi. Toll, dann hat er uns schon gesehen. Alter, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Hat gerade jemand nachgeladen? Irgendwie klang er gerade komisch, ja. Also der sieht mich. Der hat das schon lange gesehen. RAV Oberst. Ach, Stuhlgang steht neben mir, also. Kann ich nicht Gamma höher stellen irgendwie? Warte mal. Display. Gamma. Da hat jemand eine Lampe an! Ja. Alter, Duruk hat mich K.O. geschlagen! Ach du Scheiße, die haben auch was! Ich hab Duruk gerade 61.000 abgenommen! Ja, ja. Lass abhauen, oder? Ja, sicher. Boah, ihr habt geschossen! Weg hier! Einfach wo seid ihr jetzt hin? Einfach nach Süden laufen. Renn wo einfach. Ist denn Süden? Leute, Duruk hat mich K.O. geschlagen. Ja, dich können sie haben. Du hast ja eh nichts dabei, oder? 1145. Oh, ihr werdet ganz runter! Das Gute ist, dass wir durch so viele Büsche laufen. Ja, der RVA-Oberst hat mich ja weggemacht. Im Ernst, der hat dich getötet? Ja, ist hier unten. Explosion wurde von RVA-Oberst getötet. Ah, scheiße! Konntest jetzt du erst den mal sehen? Anzeigen. Ja, keine Ahnung, ich war im Rennen wie der letzte Hengst, ey, weißt du? Jeder, wie viel Meter war das? Ah! Da, wo wir das Auto geparkt haben. Ich hab keine Ahnung. Da hat einer Licht, der ist hinter mir her! Ah, der schießt auf mich! Ich stehe in einem See drin. Ja, wieso weißt du das? Weil ich das Geplätscher von dem Wasser höre. Da rennt noch jemand. Ich renne auch hier irgendwo. Kann sein. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich jetzt wieder 150 Meter von dem Scheiß entfernt. Und 220 von dem Ding weg. Ich 250. Das war eine ganz schöne beschissene Idee. Peter, ich glaube, wir sind aber zu weit gerannt. Hier ist Wasser. Wo bin ich denn jetzt hingelaufen? Ist auch Wasser. Alter. Scheiße, hat er dich gekriegt, ey, sowas Ärgerliches. Wie hast du dem das denn geklaut? Hast du den umgenockt? Loh, ich hab unseren Wagen gefunden. Wie weit ist der weg? 297 Meter. Alles klar, da muss ich noch ein Stückchen laufen. Wo ist denn der ungefähr? Der ist einfach Richtung Süden laufen und dann 297 Meter davon in so Grashalmen, die man fast nicht sieht. Ja, ich hab's gefunden. 297 Meter vom Dingens entfernt? Ja. Also nach Süden? Ja. Okay, ich hab noch 600 Meter vor mir. Bist du nach Norden weggerannt? Ja, keine Ahnung, ich weiß... Ach so, warte mal. Vielleicht auch hier? Okay, 200 Meter. Ja, das heißt, du bist gerade mal 96 Meter gelaufen. Egal, auf jeden Fall. Fakt ist trotzdem, dass wir den hier 60.000 weggemacht haben. Und dadurch, dass er dich erschossen hat, sind die weg. Ja. Ja, das stimmt leider. Schlecht für uns, aber auch noch schlechter für den.
Immer noch besser, als wenn der Bram umgenockt hätte und sich hier wieder geklaut hätte. Das stimmt. Das stimmt. Scheiße. Als gerade hier war, wie man auch mal überhaupt ich bin nichts sieht, ey. Ich schließ mal lieber auf. Oh, ich hab das Auto gehört! Ach, oh, scheiße, das hört man relativ weit. Man hat die Karren von dem. Ist gerade heller geworden. Echt? Könnt ihr mal das Licht anmachen? Nein. Nein. Ja, wo seid denn ihr? Wo wirst du spawnen, Bram? Ich bin im Pergiot, bin ich gespawnt. Pergos, alles klar.